Hallo und willkommen am Halmer Turm in Hannover. Ich heiße Carsten und möchte euch das Gebäude etwas näher vorstellen. Der Halmer Turm wurde 1897 als Ausflugslokal gebaut und war zu dieser Zeit ein beliebtes Ausflugsziel der Hannoveraner. Gerne saß man im großen Kaffeegarten sonntags zusammen oder man erfreute sich der verschiedenen kulturellen Darbietungen dieser Zeitepoche. Sehr beliebt war der Halmer Turm auch als Tanzlokal. Man nutzte den großen Saal für öffentliche Tanzveranstaltungen. Etwa im Jahr 1947 wurde durch die Baufirma Kurt eine Zwischendecke in den großen Tanzsaal eingezogen, um so mehr Räume zu schaffen. Seit dem Jahr 1985 steht der Halmer Turm unter Denkmalschutz. Im Laufe der über 100-jährigen Geschichte des Baudenkmals hatten unzählige Institutionen, Behörden oder Hilfsorganisationen die Räume und Grundstücke genutzt und so Geschichte geschrieben. Am längsten genutzt wurde der Turm von der Autobahnpolizei, die hier 1963 einzog und 1988 ihr 25-jähriges Jubiläum feierte. Im Jahr 1986 bekam der Turm eine neue Turmspitze und das Gebäude wurde ein wenig saniert. Die Autobahnpolizei verließ Ahlem im Jahr 2004. Nun stand das Gebäude leer. Noch in den 1980er Jahren dachten die Behörden daran, das Gebäude komplett abzureißen. Die Westseite des Gebäudes hatte über viele Jahre bis zum Jahr 2009 eine Fachwerk-Notabstützung. Im Juni 2007 zog der Wadama Vihara Buddhistenverein Hannover in das Gebäude ein. Wat ist in Thailand die Benennung für Tempel, Kloster. Unter Aufsicht der Denkmalschutzbehörde wurde das komplette Gebäude vom Keller bis zum Dach saniert. Auch die Mönche tragen sehr, sehr viel zum Erhalt des Gebäudes bei. Bedanken wir uns für dieses wunderschöne Gebäude und Kloster bei den Mönchen aus Thailand, den Laienbuddhisten, allen Spendern und allen, die dazu beitragen, das Gebäude und den Tempel zu erhalten. Die offizielle Tempeleinweihung vom Wat Dhamma Vihara war am 28. Juni 2015.